Moin! Jo, heute das Update-Video zum Real Steel H7, zum Snow Leopard. Ich hatte ja dem Robert noch versprochen, dass ich eine Kokosnuss damit knacken werde. Ja, den Spine-Rack-Test, wer das Video gesehen hat, ansonsten Link findet ihr in der Videobeschreibung, hat das Messer nicht ganz so gut überstanden. Deshalb mache ich mir da jetzt bei der Kokosnuss nicht allzu viele Hoffnung, dass das funktioniert. Aber wir probieren das mal aus. Erstmal ohne die Zusatzsicherung. Und sollte die scheitern, dann werden wir die noch aktivieren und mal sehen, ob da dann irgendwas funktioniert. Ja, so viel dazu. Okay, dann aktivieren wir mal die Zusatzsicherung. Okay. Okay, Zusatzsicherung aktiviert, trotzdem eingeklappt. Okay, wieder raus und rein, aktiviert. Ja, gut, dann mal weiter. Okay, also auch die Zusatzsicherung hält dem dann nicht ganz stand. Alles klar, dann machen wir einfach mit der Klinge weiter. Na. Okidoki, Kokosnuss ist auf. So. Die sieht aber nicht mehr so lecker aus, die Kokosnuss. Mal gucken, ob ich die noch essen werde. Passt dann irgendwie zum Test jetzt. Beides nicht so toll. Ja, schauen wir uns mal die... Okay, erstmal machen wir den Lock wieder rein. Okay, Messer läuft noch, Klinge läuft ganz sauber. Kein seitliches Spiel. Und auch auf und ab, ist völlig okay. So, dann machen wir uns mal die Schneide angucken. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich die scharf eingefangen bekomme. Also, so wie ich das sehe, sieht die gut aus. Da bin ich nochmal mit dem Apex rübergegangen. Sieht okay aus. Gut, alles klar, Robert, das war der Kokosnuss-Test. Wie nicht anders zu erwarten, mit normalem Backlog versagt. Mit der Zusatzsicherung auch versagt. Da hatte ich gehofft, dass das dass dem nicht so der Fall ist. Leider doch, ja. Also, Heavy-Duty-User, Fragezeichen, eher nicht, Ausrufezeichen. Alles klar, bleibt gesund, Peace.